Detlef Seif. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Bei den Brexit-Verhandlungen stellt sich aktuell die Frage, ist ausreichender Fortschritt in den Verhandlungen erzielt worden? Soll der Europäische Rat am Freitag den Weg für weitere Verhandlungen eröffnen, nämlich über das zukünftige Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union? An dieser Stelle ist zunächst festzustellen, dass die Einteilung in zwei Phasen sich als richtig bestätigt hat. Großbritannien hat sich in der Vergangenheit immer als knallharter Verhandlungspartner erwiesen, hat ständig Rosinenpicken gemacht und hat auch Sonderrechte erhalten. Ich denke an den Britenrabatt, die Nichtzugehörigkeit zur Währungsunion, zum Schengen-Raum, die vielen In- und Opt-outs im Bereich Justiz und Inneres. Wir haben also unsere Erfahrungen gemacht und wir mussten damit rechnen, dass Großbritannien wichtige Fragen zurückstellen wird, bis ans Ende der Verhandlung oder am liebsten gar nicht. Man wollte sofort über einen Handelsvertrag reden. Und meine Damen und Herren, dieser Eindruck ist auch bestätigt worden durch die Verhandlungen selbst. Boris Johnson und David Davis haben stets gezeigt, dass hier überhaupt kein Interesse besteht, über Zahlen, über Positionen im Bereich der finanziellen Verpflichtungen zu sprechen. In ihrer Florenzrede am 22. September hat zwar die Premierministerin Theresa May gesagt, ja, Großbritannien wird seine Verpflichtungen erfüllen. Wenn es dann aber in die Verhandlungen ging, hieß es stets bei David Davis, es ist nicht die Zeit, das müssen wir verschieben später, wenn wir auch über die zukünftige Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU reden. Nach der monatelangen Blockade ist nun endlich an dieser Stelle der gordische Knoten geöffnet worden. Und deshalb kann man auch tatsächlich in diesem Bereich von einem Durchbruch sprechen. Und meine Damen und Herren, das wäre für mich nicht denkbar gewesen ohne die Arbeit von Michel Barnier, ohne die Arbeit seiner Mitarbeiter, seines Teams. Und deshalb meine ich, man kann ihm auch mal ausdrücklich für seine geleistete Arbeit danken. Und ein weiteres steht fest. Die anderen 27 Mitgliedstaaten sind völlig geschlossen aufgetreten. Das ist nicht immer der Fall. Man hat mit einer Stimme gesprochen, und das macht uns stark. Und ich denke, wenn wir jetzt in die zweite Phase kommen, wird das das Pfund sein, mit dem wir wuchern können. Wir sollten diese Strategie beibehalten. Und natürlich sind die Regelungen erst verbindlich, wenn alles vereinbart ist. Das Gesamtpaket muss vereinbart werden. Meine Damen und Herren, die Briten sind bekannt für eine ausgebuffte Verhandlungsführung. Aber an der Stelle habe ich keine Zweifel, wenn hier Tinte unter das Papier kommt, in der jetzigen ersten Phase wird man sich auch an die Punkte halten, die vereinbart sind. Im Einzelnen Bürgerrechte. Hier, meine ich, wurde sehr viel, sehr Gutes erreicht. Man hat sich verständigt auf ein einfaches, kostengünstiges, effizientes Verfahren, dass die Bürger also auch schnell an ihr Daueraufenthaltsrecht gelangen können. Das britische Gericht soll für 8 Jahre die Möglichkeit haben, das oberste Gericht, den Europäischen Gerichtshof anzurufen, um hier eine Einheitlichkeit in der Rechtsprechung sicherzustellen. Bei den finanziellen Verpflichtungen besteht weitgehend Einigkeit, nicht über Summen, die überall rumgeistern, sondern über die Methode der Berechnung und über welche Positionen man letztlich sich einigt. Einigung wurde aber bislang nicht darüber erzielt, ob bei der Europäischen Investitionsbank, und das ist noch ein Knackpunkt, lediglich ein Rückzahlungsanspruch besteht, der sich auf die Kapitaleinlagen bezieht oder auch auf die entstandene Kapitalbildung im Bereich Rücklagen. Das ist noch ein Knackpunkt, da wird man drüber diskutieren müssen. Auch bezüglich der Umzugskosten der beiden Agenturen wurde noch keine Einigkeit erzielt. Zur Situation Irlands hat ein Kommentator das Ganze wie folgt zusammengefasst. Wenn die Republik Irland vollwertiges Mitglied im EU-Binnenmarkt bleibt, es keine Zollgrenze zu Nordirland geben darf und ebenfalls keine zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich, dann bleibt nur die Möglichkeit, dass das Vereinigte Königreich Mitglied im Binnenmarkt bleibt. Und das ist in der Tat die Frage nach der Quadratur des Kreises,
die es zu lösen gilt. Aber, meine Damen und Herren, in der jetzigen Phase stellt sich doch die Frage, ist denn das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das muss nicht das endgültige Ergebnis sein, ausreichend, um in die nächste Verhandlungsphase gehen zu können? Und ich meine, man kann hier ohne Wenn und Aber feststellen, in den Verhandlungen wurde ausreichender Fortschritt erzielt, sodass wir dem Europäischen Rat empfehlen können, die nächste Verhandlungsphase zu eröffnen. Vielen Dank. Zu seiner ersten